Und wenn du dir dieses Ding verdient hast und weißt, was du dafür geleistet hast, genau wie du sagst, dann ist es für dich nicht nur ein Stück Stoff. Nee. Und ich finde, die Navy Seals haben mal einen schönen Satz gesagt, du musst dir deinen Dreizack jeden Tag verdienen. Mhm. Und das ist, denke ich, auch ein sehr, sehr guter Punkt, der dich auch immer ein bisschen daran erinnert. Einfach bei uns war es tatsächlich so, natürlich bist du der Neue und du hast sicherlich auch mal Kaffee gekocht und du hast auch den Tisch abgewischt und du warst einkaufen für den Kiosk und diese Geschichten halt. Aber grundsätzlich hast du ja nach dem Grundlehrgang was geleistet. Das weiß auch jeder. Und wenn du dich dann nicht benimmst, sage ich jetzt einfach mal wie ein Vollidiot, dann wirst du auch behandelt wie ein Mensch. Wenn man es jetzt genau nimmt, ungefähr 4,5, aber die letzten 2-3 Monate, bevor ich... war ich noch Kommandoangehöriger, habe aber eine Hospitation gemacht und habe dann bei der Polizei gekündigt. Und das, obwohl du ja eigentlich Beamter auf Lebenszeit geworden bist. Ich habe für mich halt einfach nach 4 Jahren festgestellt, dass das Spiel für mich durchgespielt ist. Mhm. Und ich kam mir tatsächlich echt ein bisschen vor wie in so einem Hamsterrad. Mhm. Und zwar jetzt nicht, weil ich die Arbeit da schlecht machen möchte oder weil das Kommando nicht gut ist oder weil da irgendwas anderes war, sondern einfach ich für mich habe gemerkt, ich brauche immer eine Challenge. Mhm. Und die Challenge war, du gehst zur Polizei und du gehst zum SEK. Und nach den 4 Jahren fangen so ein paar Sachen an, sich zu wiederholen. Mhm. Natürlich ist jede Einsatzlage speziell und anders, jede Wohnung ist anders, jeder Täter hat andere Präferenzen und es ist alles völlig klar. Trotzdem war es für mich so, dass ich mir überlegt habe, okay, du machst das jetzt die nächsten, bei uns war damals so eine Vorgabe 15 Jahre, dann hättest du das Kommando verlassen müssen. Das ist inzwischen, glaube ich, gekippt, möchte ich jetzt aber nicht beschreien, also falls ich da was Falsches erzähle, gab es so eine Altersgrenze. Mhm. 15 Jahre Verwendung und habe mir dann überlegt, okay, nach den 15 Jahren müsstest du zur normalen Polizei und das machst du dein restliches Leben und habe mir halt überlegt, wo ist die Challenge? Also auch innerhalb des Kommandos war das für mich durch, weil ich gesagt habe, ich habe es ja geschafft. Ich kann das so ein bisschen bei mir mit vergleichen. Es war bei mir 12 Jahre Soldat eine andere Hausnummer, da war 10 Jahre bist du aktiv. Ja. Dass in so Verwendungen ist ja ganz, ganz viele Lehrgänge über die Jahre gibt und Einsatz und nochmal die und die Lehrgänge und eine andere Führerverwendung. Und dann ist aber auch so, wiederholen sich manche Übungen. Natürlich kriegst du immer neue Männer in die Gruppe, natürlich hast du manchmal, ne, wie gesagt, gerade andere Lehrgänge, die super speziell interessant sind. Aber auch gefühlt da wird es immer langsamer gegen Ende. Ja. Dann hast du mal vielleicht in Aussicht, irgendeinen richtig coolen oder guten Lehrgang besuchen zu dürfen, integrierte Verwendung ins Ausland gehen zu dürfen. Aber das sind dann alles auf die Lebenszeit gerechnet, sowas für mich. Nicht mehr so Riesenschritte da drauf. Also ich glaube, das größte, schnellste Wachstum waren einfach erst die ersten 6, 7, 8 Jahre. Mhm. Gefühlt dann etwas langsamer. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, zu sagen, okay, da muss ja eigentlich irgendwie noch mehr sein. Bei mir kam das halt mit der Firma, weil das hat echt Spaß gemacht, dann ging durch. Und also immer nach neuen Challenges zu suchen. Genau. Jetzt, wie bei mir zum Beispiel, irgendwann Football spielen anfangen, eigentlich viel zu alt dafür. Zu gucken, wie weit komme ich da? Komme ich bis das Höchste, was es gibt, die GFL in Deutschland? Genau. Und ist aber auch ein sehr mutiger Schritt, finde ich, dann zu sagen, pass auf, ich habe jetzt gefühlt für mich selber das jetzt durchgespielt. 4 Jahre sind jetzt eigentlich noch nicht eine so ultra lange Zeit, muss man sagen. Aber wenn das Gefühl da ist, sollte man dem ja auch nachgehen. Weil ich glaube, es gibt ja nichts Schlechteres in dem Moment, wenn man dann schleifen lässt und sich sagt, oh, so. Ja, man muss dazu sagen, ich hatte zu der Zeit tatsächlich auch privat ein paar Probleme. Mhm. Also familiär möchte ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Und wie gesagt, ich bin auch ein Mensch mit Ecken und Kanten und habe dann halt für mich auch einfach festgestellt, dass ich nicht mehr 100% derselbe Mensch war, wie der dort angefangen hat zu arbeiten. Mhm. Und habe dann bei mir am Ende auch ein bisschen gemerkt, dass so die Motivation flöten geht. Mhm. Und zwar auch die Motivation, sich... Also ich habe alle Anforderungen körperlich immer zu jeder Zeit erfüllt, weil du hast jedes Jahr auch eine Leistungsüberprüfung. Ich war immer mitten im Soll, aber mir hat so ein bisschen dieses Streben nach dem Maximum gefehlt. Und zwar jetzt nicht, dass ich sage, ich war überall der Beste und so, das war ich definitiv nicht. Da sind unglaublich krasse Jungs, die schnell laufen, schnell schwimmen und wesentlich besser sind in diesen Sachen, als ich es war und vielleicht auch jemals sein könnte, weil die einfach, das sind Monster. Aber ich habe halt gemerkt, dass nicht mehr dieser 100%ige Drive da ist, habe dann mir auch einmal schon eine kleine Auszeit genommen von Einsätzen, so 1-2 Wochen, weil da was Familiäres war. Habe da auch Rückendeckung bekommen und habe aber halt einfach gemerkt, dass sich meine Einstellung zu vielen Sachen ändert. Mhm. Und da ist, glaube ich, der Punkt, und das sollte man dann auch so, ehrlich sollte man sich sein, wenn du es nicht mehr zu 100% fühlst, ist es in meinen Augen eine Gefahrenlage für die, Kommandobeamten, für meine Kollegen. Mhm. Und das war dann halt, und das würde ich von jedem auch so erwarten, meinen Schritt zu sagen, okay, ich gehe in mich, ich versuche rauszufinden, was es ist. Es lief dann auch noch eine ganze Zeit, bin dann auch wieder Einsätze gefahren und habe dann aber für mich festgestellt, ich bin es nicht mehr. Mhm. Und
dann muss ich aber so ehrlich sein und den Schritt gehen, weil ich möchte hier nicht arbeiten, nur um zu sagen, dass ich hier arbeite. Und ich möchte auch auf keinen Fall, egal wie viele Ecken und Kanten ich menschlich habe, jemanden gefährden. Und ich möchte das nicht machen für mein Ego. Ja. Also finde ich eine sehr, sehr mutige Entscheidung und auch so transparent mit sich selber zu sein. Also offen sich selber sich einzugestehen, pass auf, nee, ich glaube, die Zeit ist dann hier auch vorbei und ist auch ganz gut. Und ich glaube, das wird von den Kameraden doch wahrscheinlich auch sehr offen oder von den Kollegen aufgefasst, wenn man so offen damit umgeht, oder? Oder hast du ganz verbrannte Erde hinterlassen? Nein, also es ist schon so, dass die Jungs dann natürlich auch angerufen haben, haben gefragt, hey, willst du nicht irgendwie, nimm dir eine Auszeit, hospitier irgendwo, komm wieder, mach deinen Kopf frei. Und du kriegst da sehr viel Rückendeckung und es wurde auch respektiert zu 100%, weil ich damit auch einfach transparent umgegangen bin, dass ich gesagt habe, hey, irgendwie, ich fühle es nicht mehr so und ich glaube, ich habe auch ehrlich so gesagt, das habe ich auch so kommuniziert, ich passe hier aktuell gerade so nicht rein in dieses Kommando, in dieses, auch in diesen Typ Mensch, der jetzt gerade gefordert ist. Und ich habe da vollstes Verständnis für gehabt. Viele fanden es natürlich auch schade. Es ist definitiv so. Bei allen Macken, die ich habe, bin ich trotzdem auch ein höflicher Mensch und man weiß, man kann sich auf mich verlassen. Ich bin definitiv nicht der Otto-Normalbürger und das war ich auch nicht im SEK. Mhm. Auch da haben viele gesagt, ich habe einen Nagel im Kopf. Ja. Das ist einfach so. Ich habe auch ein paar echt abgefahrene Hobbys. Ja, da war keiner böse oder sauer oder sonstiges. Aber es ist auch schön, dass das so zu Ende ging, auch wenn es irgendwie zu Ende ging. Und du hast für dich die Frage im Kopf beantwortet, schaffe ich zum SEK? Ja, schaffe ich. Genau. Schaffe ich auch Einsätze? Können die Jungs sich auf mich verlassen? Ja, können sie. Genau. Und wenn man dann sagt, die Zeit ist vorbei, ist das ja auch völlig okay. Ich habe mal gelesen, oder es ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, das SEK arbeitet oder trainiert auch ab und zu mit dem KSK zusammen, um einfach zu gucken, wo kann man sich gegenseitig wahrscheinlich weiterbilden, oder? Genau. Also wir hatten eine Patenkompanie und ich glaube, fast jedes SEK in Deutschland hat Patenkompanien beim SEK. Die bilden dich fort in, ich nenne es jetzt mal Terrorlagen, weil es ist Orts- und Häuserkampf vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber also von der Begrifflichkeit her, bei uns sind das Terrorlagen und das macht das KSK halt. Also das ist das, was ich eingangs sagte, so eine polizeiliche Standardlage unterscheidet sich einfach in sehr, sehr vielen Belangen von einer Terrorlage oder von einer Amoklage. Und da bedarf es einer anderen Taktik, einem anderen Vorgehen. Es gibt andere Buddy-Teams, andere Ausrüstung. Und da gibt es halt einfach, wenn man das jetzt so sagen kann, keinen besseren, der dich darauf vorbereitet als das KSK. Das glaube ich. Und wie fandst du Kalf, also Kaserne, Zusammenarbeit, Jungs? Das ist schon mega. Also die sind ultra professionell und man kann da nicht, eigentlich gar nicht viel so zu sagen, weil man ja auch da nicht so viel erzählen darf, aber das ist einfach sehr beeindruckend. Das ist wirklich echt beeindruckend. Ja. Er ist schon auf echt allerhöchstem Level, ja, muss man sagen. Und mir tut es immer so ein bisschen leid um die Jungs, wenn die mit diversen Dingen dann durch den Kakao gezogen werden und also wirklich ja im sehr Verborgenen arbeiten müssen, nichts bekannt geben, nach draußen vielleicht nicht die Anerkennung finden, aber sind halt jederzeit bereit, alles zu geben, so wie halt auch. Und dann war auch so meine Erfahrung, wenn man mit international zusammengearbeitet hat oder mit anderen Kräften, funktioniert das sehr, sehr gut, weil man ist nicht auf einem, ja, wir sind besser, ihr seid besser, sondern ein, cool, was kann ich von dir lernen, was kannst du von mir lernen, weil man sofort auch dieselbe Sprache spricht. Selbst wenn es jetzt Polizei und Bundeswehr ist, sind ja eigentlich völlig verschiedene Dinge, aber man ist auf dem höchsten Level und tauscht sich darüber aus und gibt auch eine tolle Zusammenarbeit. Also in seinem Bereich halt. Ne? Also das ist schon ein sehr, sehr schöner Austausch, auch mit anderen SEKern. Und das war für mich auch eine sehr, sehr coole Erfahrung in Einsatzlagen, wenn du mit anderen SEen zusammengearbeitet hast, aus anderen Bundesländern. Die Taktik unterscheidet sich von Kommando zu Kommando, weil ich glaube, bei Taktik gibt es auch kein richtig oder falsch. Es gibt auch so ein bisschen Leben in der Lage, aber das sind auch so persönliche Präferenzen. Es gibt überall Schwachpunkte in der Taktik, es gibt überall Stärken an der Taktik, es ist so. Und wir hatten mal eine sehr, sehr schöne Einsatzlage, das kann ich sagen, da haben wir mit Hamburg zusammengearbeitet, auch nicht geplant, das war tatsächlich ein Rufbereitschaftseinsatz, weil wir da oben in der Nähe gerade waren zur Fortbildung. Und ich habe dann mit 3 oder 4 Hamburgern zusammen einen Teil vom Haus halt Sicherheit hergestellt und die Taktik, die gefahren haben, war tatsächlich eine andere und du kannst aber trotzdem zusammenarbeiten. Weil du einfach dieses Gefühl für die Situation hast, du hast Gefühl für den Raum und du weißt zu 100%, okay, er bewegt sich jetzt, sage ich mal, rechts um, das ist zwar nicht meine Standardtaktik, aber ich bin in der Lage, darauf zu reagieren. Also ich weiß, ich habe einen anderen Sicherungsbereich, also gehe ich halt andersrum. Ja. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, mir aber halt auch einfach gezeigt, dass, wie du schon sagst, diese Verbundenheit, obwohl du dich nicht jeden Tag siehst, trotzdem da ist. Ja, schön. Also echt toll, also tolle, tolle Geschichte. Ich danke dir auch vor allem für deine Zeit. Die Frage ist, was machst du jetzt? Ja, jetzt. Eisenbahn fahren, ihr seid ja wahrscheinlich nicht Märklin-Eisenbahn zusammenbauen zusammen im Keller. Tatsächlich nicht. Also hauptberuflich bin ich inzwischen Fußballtrainer Ja. und bin auf YouTube. Okay.
Deswegen verlinken wir auch mal schön den Kanal und alles von ihm. Genau. Auf jeden Fall folgen. Und du beschäftigst dich ja nach wie vor mit dem Thema aus der Komfortzone rauskommen, Leute auch weiterzubilden. Ja. Oder bist an einem dicken Konzept einfach dran. Genau. Wie kann ich Führungskräfte, wie kann ich Personen etwas beibringen? Nichts Taktisches, aber wie kann ich psychisch stabil sein in extremen Situationen? Wie kann ich darauf reagieren? Was sollte ich tun? Genau. Und ich glaube, das ist... Ja, besser geht's gar nicht, als vom Top-Level-Polizei da lernen zu dürfen und da was mitzunehmen in seinen Berufsalltag. Finde ich auch. Also bei uns ist halt, wie gesagt, es geht um nichts Taktisches und das SEK ist natürlich eine Erfahrung, die man da einfach mitnimmt. Aber es geht da einfach um so Aspekte wie emotionale Resilienz, Leistungsfähigkeit, Teamfähigkeit, wie weit kann ich mich überhaupt mental entwickeln, wenn ich mich körperlich vielleicht noch nicht so weit entwickelt habe, weil ich zum Beispiel glaube, dass du dich mental nur so weit entwickeln kannst, wie du bereit bist, körperlich auch über Grenzen zu gehen, was nicht heißt, dass du jetzt der Top-Sportler sein musst, aber wenn du jetzt zum Beispiel, wenn es für dich ein Schritt aus der Komfortzone ist, vom 10-Meter-Brett zu springen, ist das ein Schritt aus der Komfortzone. Ja. Das ist für den einen krasser als für den anderen. Und trotzdem ist es eine Erfahrung, die dir jetzt wieder erlaubt, dich mental weiter zu steigern. Ja. Und diese ganzen Sachen gepaart mit Führungsstrukturen, ist es vielleicht besser, flache Hierarchien zu haben? Muss ich als Führungskraft vielleicht frei von Arbeit sein? Ist es vielleicht nicht gut, immer der Letzte im Büro zu sein, sondern Aufträge zu verteilen? Und diese ganzen Geschichten haben mich dann einfach über die Erfahrung, die ich auch machen konnte in der Polizei, positiv wie negativ, dazu veranlasst, sowas zu entwickeln. Und wir wollen damit im Januar durchstarten oder ab Januar durchstarten und ich hoffe, das wird richtig, richtig gut. Das Konzept steht und das Konzept ist mega. Wir hatten eine Testgruppe, die waren alle happy. Sehr, sehr happy. Ja. Ja, das ist doch mega. Also deswegen auf jeden Fall seinen Kanal abonnieren, am Ball bleiben, um vielleicht einer der wenigen Plätze ergattern zu können für eine sehr, sehr gute Weiterbildung, muss man sagen. Ich finde es mega, dass du hier warst. Also ist ja für mich auch so, klar, wenn man sich mit Militär auseinandersetzt, sind natürlich auch polizeiliche Spezialeinheiten nicht weit weg, um zu schauen, wie läuft das eigentlich bei denen? Und es ist tatsächlich ja, kann man ein paar Dinge, sind überall identisch. Ja. Es gibt ein Auswahlverfahren, man muss ein gewisser Typ Mensch sein. Und das ist der Teamplayer und nicht der Egoist. Man muss bereit sein, über Grenzen zu gehen, physisch, psychisch, sich immer weiterzubilden, ein Ziel vor Augen zu haben, was man verfolgt, um dann einfach auch top performen zu können. Das stimmt. Ja. Mega. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, die du sagen möchtest? Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ansonsten kann ich nur sagen, lasst einen Daumen dafür, Otto, weil ich glaube, also ich gucke das Warrior-Format hier sehr, sehr gerne, auch mit den anderen Jungs. Ich glaube, dass das eine coole Geschichte ist und du den Leuten die Möglichkeit gibst, hier Einblicke zu kriegen in Sachen, die man sonst nicht kriegt, leider durch die Öffentlichkeitsarbeit. Und bedanke mich einfach für die Einladung. Ja, da kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Deswegen kann abonnieren, Glocke anmachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Otto.